Hallo, liebe Freunde. Heute möchte ich mich mal mit einer Stadt beschäftigen, die hier in meiner Nähe liegt. Es ist Köln, circa 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und das schreckliche Schicksal von Februar, März 1945 etwas darstellen. Ich wünsche trotz aller Traurigkeit gute Unterhaltung. Euer BK. Ich fliege natürlich wie immer in VR. So, hier sind wir auf einem Flugfeld in der Nähe von Köln und wir werden jetzt die Kölner Innenstadt, die völlig zerbombte, aber immer noch aufflackernde kleine Panzergefechte liefernd, uns mal aus der Luft anschauen und wir sollen berichten, wo sich hier noch Konzentrationen an deutschen Nazis befinden. Gut, wir werden nicht direkt den Kämpfer eingreifen, sondern nur beobachten und los geht's. Wir sitzen hier in einer P-40 der amerikanischen Luftwaffe. So, Fahrwerk rein. Eine Curtiss P-40, die sich sehr im Krieg bewährt hat. Und dort drüben sehen wir auch schon die Stadt Köln. Und am besten fliegen wir den Rhein entlang. Dort sieht man auch schon den Kölner Dom. Wie erwartet sind alle Brücken gesprengt bzw. zerstört. Auch von den Häusern und Fabrikanlagen ist nicht mehr viel übrig geblieben nach den Luftangriffen. Dort hinten kommt die Hohenzollernbrücke, die die Eisenbahnverbindung herstellt und direkt am Dom in den Bahnhof mündet. Dort ist der Hauptbahnhof. Das Dach scheint ja noch einigermaßen intakt zu sein. Oh, ich muss etwas auf die Schornsteine aufpassen. Zerstörte Häuser, wo man hinschaut. Wie durch ein Wunder ist nur der Dom stehen geblieben. Hier die Eisenbahnanlagen, der Hauptbahnhof Nähe des Doms, die völlig zerstörte Brücke, Eisenbahnbrücke, die nach Deutz rüberführt. Im Moment sieht die Lage sehr ruhig aus. Ich kann nicht erkennen, dass irgendwo Gefechte laufen. Aber das kann auch eine trügerische Stille sein.
noch einmal die Hohenzollernbrücke, Eisenbahnbrücke. Und der Hauptbahnhof. Gut. Ja, da ist von dem schönen alten Köln nicht mehr viel übrig geblieben. In diesen Märztagen 1945, wo sich die letzten Kämpfe abspielen. 5 Jahre später bin ich übrigens geboren, im Februar 1950. Aber da kannte ich Köln noch nicht. Ich bin erst später in diese Gegend gezogen und habe Köln eigentlich in mein Herz geschlossen. Die rheinische Fröhlichkeit ist hier noch in jeder Ecke zu spüren. Oje, oje, oje. Ja, das war ein Wunder, dass der Dom stehen geblieben ist. Ich denke mal, ich kann dem Oberkommando der Luftwaffe berichten, dass zurzeit in Köln keine wesentlichen Gefechte mehr stattfinden. Und dann können wir zur Landung zurückfliegen. Die Lage des Flugplatzes könnte fast Köln, das heutige Köln-Bonn sein. Weiter noch dort hinten liegt Nörvenich. Heute auch noch ein Flugplatz der Bundeswehr. So, wo ist denn das Köln-Bonn? Wir fliegen direkt drauf zu. Ja, ich kann es schon erkennen. Von der Lage her könnte es sich nicht um Köln-Bonn handeln, wenn mich nicht alles täuscht. Aber 1945 gab es ja sicher noch andere Feldflugplätze. Derzeit nicht kenne. So, vor uns liegt der Platz. Ich werde mal etwas Fahrt aus dem Flugzeug nehmen. 200 Knoten. Fahrwerk raus. Und leicht einschweben. So, Landeklappen voll. Motor nicht verhungern lassen.
130 Knoten. Na, die lange Schnauze stört etwas beim Landen. So, aber wir sind am Boden und das in einem Stück. Was will das Pilotenherz mehr? Runter von der Rollbahn. Und den Motoren stoppen. Den Motor stoppen. Feines Maschinchen. Traurige Stadt. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Fastfood, euer BK.